Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die Let's Play Together am Feral heutigen Tag und wir starten gerade in die Nacht. Und ich glaube, da kommen schon die ersten. Sehe nur nicht von welcher Seite. Wahrscheinlich dieses Mal wieder vom Westen. Jo. Südwest-Süden. Süden, vom Süden kommen sie. Halleluja. Ah ja, Feral-Zombies. Jede Menge. Spiders. Oh, ein Spuker. Ah. Oh. Nein. Die habe ich nicht gesehen. Ja, ach Gott. Aber du kannst ja da aufstehen, na, du kannst nur drüben aufstehen, oder? Und ich frage mich gerade, ob ich das nicht unterlassen soll, weil sonst ist, die sind auf unsere Base dann aufgeschaltet, ne? Warum kann ich die nicht looten? Geht das nicht mehr? Ach so, muss ich die jetzt, muss ich die zerlegen, so wie die Nein, anderen? nein, nein, ich bin noch nicht auferstanden, bitte. Nein, nein, Erik von der Vespa. Okay, jetzt könntest du meinen Rucksack nehmen, theoretisch. So. Bei mir ist es sehr ruhig. Ich glaube, sie sind auch schon drin. Gebäude. Okay, Ich bin mir nicht sorry, sicher. dass niemanden daran teilhaben lassen kann, was drüben los ist. Na, du könntest drüber laufen. Oh, nett. Ja, ich schaue ganz einfach mal, ob hier wer kommt, aber es ist total ruhig hier. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Was mache ich mit dem angebrochenen Abend? Ich räume mal ein Aber bisschen ich bin ja nicht so runter. weit weg, du brauchst ja einen Schreibtisch, sitzen nur 2 Meter nach rechts fahren. Dann kannst du das mitverfolgen. Aha. Okay. Ich räume mal mein Zeugs aus, was ich dabei habe. Ich muss ja sowieso dann rüberlaufen. Herrichten. Ja. Oh mein Gott. So schlimm. So schlimm. Ja, es ist einiges. Ich werde versuchen, dass ich die Feral-Zombies Habe nicht die Wespe gesehen. Nicht das erste. Ja, ich habe nur irgendwas kreischen gehört. Ich habe gedacht, du hast das dann eh mitbekommen. Ich habe eh drauf geschossen, aber das war dann schon zu spät. Okay. Das Problem ist jetzt, wo ich alleine herum bin, die immer relativ schwer, weil sie werden immer unter mir stehen. Dass ich die da irgendwie erwische. Solange sie laufen, gehe ich keinen Schritt vor die Tür, ich schwöre es. Ja. Unbeweglich nicht bin. Oh Gott. Oh mein Gott. Heftig. Heftig? Ja, sehr heftig. Okay. Wagen ist nicht zu fragen, ob ich was tun kann, weil das wäre frech. Hier ist gar nichts. Na, es wird, glaube ich, nur einmal berechnet.
zum Zeitpunkt, wo das Baumpunkt ist, wo wir sich da befinden. Also es werden jetzt wahrscheinlich keine mehr zu dir rüberkommen. Ja, außer die rennen glatt an der Bestie vorbei und auf mich zu, ne? Ja, kann natürlich sein, dass welche überlaufen, aber ich glaub's gar nicht. Gut, dann werde ich mir aber in der Zwischenzeit ein paar Notrooms bauen und sofort, wenn die Gefahr des Laufens gebannt ist, hier rüber schneiden. Gott, oh Gott. Besteht Einsturzgefahr? Ja. Die Grom gerade komplette Fundament weg. Du willst da gar nicht mehr herum mit welchem Zombie als erstes, sondern ich ballert einfach auf jeden. Egal, ob es die Feral-Zombies um uns dann gucken können oder nicht, ich habe ehrlich gesagt Bedenken, dass das Haus stehen bleibt. Also zumindest von der Seite, da wo ich reinsehe vom Stiegen aus runter, schaut es nicht gut aus, da gibt es kein Fundament mehr. Okay. Dann schießen wir in den Arsch, wenn wir sonst nichts treffen. Ich warte ehrlich gesagt 4 Uhr ab, dass ich loslaufen kann. Was denn? Keine Ahnung warum, aber die wie wenn sie übereinander stapeln würden, beziehungsweise der eine war jetzt fast auf meiner Höhe. Ja, die Leichen stapeln sich. Nein, nicht die Leichen, das gibt's nicht mehr. Okay. Die Lebenden. Okay, ah, so. World War Z-mäßig. Ich werde mir was einfallen lassen, aber bei meiner Aufnahme werde ich deine einblenden. Es baut nämlich gerade ein bisschen fad aus. Oh, wo? Warum? Ich hab Schaden gekriegt. Von oben vielleicht auch ein Bündchen? Trifft mich der? Oh, Scheiße, da ist er oben. Oh, du Scheiße. Wie kommt denn der rauf, bitte? So, ich weiß ehrlich gesagt jetzt noch nicht ganz wie du. Ich bin auf 45 Leben hier unten.
Ich werde jetzt einmal die Heilbandage einschmeißen. Ja. Gott sei Dank haben wir vorher Munition gefunden, weil sonst wäre es jetzt vorbei gewesen. Ja, ich hab alles andere an Munition mit, blöderweise. Wobei, ja, ich schon alles verbraucht habe. Irre. Sind wir schon irgendwo da geistert, der noch immer herum? Geh aufs Dach und mach's so, oder? Ja, da ist er. Das gibt's ja nicht, der schlagt über zwei Blöcke hinweg. Der hat mich schon wieder erwischt. Hm. Ich komm nicht an ihn ran. Er schlagt durch die Stiegenblöcke durch. Was ist das für ein Kack? Spät haben wir es jetzt, 2 Uhr. Okay. Sobald sie nicht mehr laufen können, haben wir ja dann eine reale Chance draußen. Dann ist mir ehrlich gesagt das fast lieber, ihnen im Freien zu begegnen. Mhm, na, ich laufe, sobald es 4 Uhr ist. Okay, die Südseite haben sie eine Schleuse, da steht kein einziger Wutzbalk mehr. Okay, dann werde ich gleich welche. Also, Holz ist drüben, aber ich kann jetzt verdauen, welche sind Zwischenzeit. Ich kann da nicht mehr runterspringen, ich muss mich runterbauen. Da komme ich runter. Ja, von da kann ich runter und mit dem da runterbauen. Okay. Falls ich. Oh, Hornisse! Oh, Scheiße! Oh, puh. Komm her, du. Na, na? Sumsebiene. Papsen. Jawohl. Sehr schön. Ja. So, dann gleich mal ans Messer und ausnehmen. Ach Gott. Das Kacke da im Goldenrot erkennt der immer. Hm? Und den Goldenrot, bevor er die. Dann schlag ihn weg. Aber ja. Dort, wo es nicht anders geht, muss ich nicht weg. Ne? Mhm. Weil wir kriegen ja guten Honig aus den Dingen. Die musst du übrigens jetzt so ausnehmen, wie du Wildtiere ausnimmst, damit du zum Fleisch kommst. Ah, mit dem Messer, okay. Ja, so ist das jetzt da bei der Biene. Okay, ich hab da Baked Potatoes. Wo kommen die her? Keine Ahnung. Von mir wahrscheinlich. Ah, das kann sein. Die hatte ich in der Hand. Ich habe ja dein Inventar aufgenommen, stimmt. Mhm. Ich habe ja ganz gemütlich an meiner Potato geknabbert. Blöderweise. So. Der rote Mond neigt sich. Hoppala. Eine Stunde lang darf ich schon zu dir. Du brauchst ja nicht glauben, ich bin den Feral Zombie 2, was waren es? Ich glaube 13 Munition haben wir gefunden, 9mm und 15 waren drinnen. Also so 25 Schuss circa habe ich in den reingepumpt, in den Feral-Zombie. Der kriecht da unten immer herum. Um Gottes Willen. Wie soll das weitergehen? Okay. Aha, jetzt ist er weg. Wo ist er jetzt? Ist er wieder nach unten gefallen? Oder hat er da die Tür durchgeschlagen? Nein. Bringt er mich an. Hängt irgendwo an der Decke.
Gut, es ist 3:30 Uhr, ich beginne langsam rüber zu kommen. Muss ich müde gewesen. Kann ich darüber laufen. Ja, aber bevor sie nicht aufhören, ins Messen nicht rumlaufen. Normal, kein Problem. Das kann eine normale Ordnungstour herumstehen. Ich bleib unten da. Dann schon wieder einer nach oben. Ja, ich könnte sie ja dann rauslocken, ne? Dann kannst du. Okay, warum drängen wir jetzt bitte? Ja, teilweise sind die Brandzombies auch dabei so. Achso, die stecken sich selbst in Brand. Das ist ja cool. Ich sehe, ich bin ja zu heiß geworden. So. So, ich wechsle wieder meinen Standort, weil der versucht schon wieder. Da schlichtet sich wirklich Zombie auf Zombie und sie kommen da immer näher. Nicht gut. Ja, und Hunde mag ich auch gar nicht. Es wird 4 Uhr. Ich glaube, jetzt kann ich sagen. Oh, es ist schon wieder einer Scheiße und wieder runtergefallen. Gott sei Dank. Oh, du Kacke. Ihr macht's mir fertig. Oh, mein Schatz, ich laufe. Okay. Ich sag's nur ungern, aber da sind noch derart viele unterwegs. Also pass auf, wenn du in die Nähe kommst darüber. Ja. So, ich muss einmal da den Rand reparieren. Nicht, dass wir da nach unten brechen mit dem ganzen Dreck. Wir lassen die Aufnahme so, wie es ist. Ich werde dann zusammenschneiden. Also wir werden jetzt nicht unterbrechen. Oder? Nein. Du stressig. Ja. Nein, ja. Okay. So, Crossbow Bolts. Wie viel können wir noch machen? Passt. Stellen wir noch. Du müsstest meine Crossbow haben. Ja, habe ich. Okay. Achso, ja, du kannst keine erstellen, gell? Ich hab aber meinen alten Bogen mit 347. So, ich geh raus. Willst nicht warten, bis ich da bin und sie weglocke? Na, na. Bin am Weg. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt irgendwie rauskomme. Achso, ich könnte mir vom Balkon noch runterbauen, ne? Dann kriegen wir es aus dem Haus raus. Ja, das wäre mein Plan, ne? Dass ich sie anlocke und du. So, ich sehe. Bitte, komm mal kurz verschnaufen. Warum kann ich da jetzt nichts setzen, bitte? Ist vielleicht irgendwo eine Leiche, das blockiert? Kann. Okay. Vom Balkon aus, ich kann nichts auf die Woodspikes draufsetzen. Ach, das ist doch gut. Ach, ich sehe schon, wo du bist. Ich? Ja.
Ich sehe dich. Ich versuche. Ich gehe mit ihnen auf die andere Seite und baust du da was auf. Solange sie dich nicht gesehen haben, bleiben sie eh an mir hängen. Okay, sie haben mich schon gesehen. Okay, gut. Dann nicht. Also, da ein Griecher. Ist das ein Feral-Zombie? Was denn, wo denn? Ja. Okay. So, er kommt jetzt zu mir. Ich lock sie immer in die Woodspikes retour. Mhm. Das ist nett. Er ist ex, du kannst ihn ausnehmen. Komm schon. Was brennt denn da? Hilfe, die Hütte brennt. Baust du was auf? Ja. Ich schaff's nicht vorher oben. Okay. Keine Ahnung warum. Okay, du kommst jetzt darüber. Okay. Du. Nein, nein, passt. Mach. Aufpassen, dass du nicht mit den Spikes kollidierst. Mhm. So, da komme ich schon dran. Passt. Ich baue dann gleich wieder ab. Okay, dann. Oder? Ja, wir müssen aber ein paar Sachen mitnehmen, ne? Ja, das können wir nachher machen. Jetzt schauen wir mal, dass alle Zombies weg sind. Okay, ich lauf mal. Ich Idiot! Falschen Wut. Ach Gott! Falschen Woodframe weggenommen. Mein Gott. Ich hätte ein paar Woodspikes, die könnte ich gleich setzen. Nein, nichts jetzt setzen. Da kriechen ja noch irgendwo welche herum, oder? Ja, doch noch welche. Ja, da, der Spider. Okay, Spider erledigt. Ja, der eine. Oh, fuck! Oh, Scheiße! Der lebt noch! Oh, ist das fies! Der hat keinen Mucks mehr gemacht und wie in seine Nähe komme auf einmal. Boah, grauslich! Scheiße! Ich dachte, ich kann den looten und genau wie ich hingreifen will. Einmal dreht sich der wieder. Ah, shit. Achtung, er kommt in deine Richtung. Geh weiter. Der hat eine relativ lange Reichweite. Der schlägt über zwei Blöcke. Mhm. So, ich stelle mir genau gegenüber von dir hin. Das war im Popo. Das macht nichts. Jeder Treffer zählt. Ich habe leider nur den Bogen. Gib da dann gleich die Armbrust. Mhm. Ich muss mal kurz rundherum schauen, ob. Der hat einen leichten Stress. Hat zu wen jetzt vor euch zwei einig, sag ich. Der schluckt ganz schön, der Arsch. Ja, so, jetzt ist er's aber. Mhm. Gott, oh Gott. So, ich schmeiß da die Dings raus, die Armbrust. Ja, und ich glaube, die Folge ist auch wieder rum. Genau. Oder? Ja, sie ist draußen. Danke, ich hab sie. Wir werden kurz unterbrechen und eventuell im Zeitraffer ja, noch mal zeigen, dass man wie wir das... Hopp, genau. Hopp. Hopp, hopp. Gut. Tschüss. Ciao.